Am vergangenen Samstag starteten die beiden Ringerherrenteams vom RV Thalheim in ihre neue Saison. Sie treten in der Regional- sowie in der Landesliga an. Mit KSC Mutter Jena aus Thüringen hatten die Thalheimer gleich zum Auftakt einen wettkampfstarken Gegner zu Gast. Bereits bei der Vorstellung der Mannschaften gab es einen Gänsehautmoment. Im Limit bis 86 Kilogramm klassisch stand für Jena erstmals der ehemalige Thalheimer Petr Novak auf der Matte, der bei der kürzlich stattgefundenen Weltmeisterschaft in Paris für sein Heimatland Tschechien angetreten war. Sein Gegner an diesem Wettkampfabend war RVT-Neuzugang Chris Schneider, der vom FC Erzgebirge Aue gekommen war. Das Duell konnte am Ende Novak mit 11:2 Punkten für sich entscheiden. Den Freistilknaller sahen die Fans jedoch im Duell vor der Pause im Leichtgewicht. Hier standen sich für Jena Altmeister Mario Koch, inzwischen 39 Jahre alt und unter anderem bereits Teilnehmer an Europameisterschaften 1995, und Thalheims Rumäne Raul Donu gegenüber. Donu machte hierbei auf den souverän agierenden Kampfrichter Jörg Jänichen aus Gelenau den aktiveren Eindruck und kam so zu seinen Zählern. Am Ende stand ein 5:1 Erfolg zu Buche. Im weiteren Verlauf des Abends behielten die Ringer aus Thalheim die Nerven und konnten ihren Gegnern so manchen Punkt abbringen. Zum Nachteil der Gäste aus Jena war, dass sie die Gewichtsklasse im Freistil-Weltergewicht nicht besetzen konnten. So wurde Ralf Pitarek, ein weiterer RTV-Neuzugang, im vorletzten Vergleich des Abends kampflos zum Sieger erklärt. Alexander Greben-Sickhoff, für den eine der beiden neuen Gewichtsklassen, 71 Kilogramm, in diesem Fall klassisch, wie gemalt zu sein scheint, schulterte sein Gegner vor heimischer Kulisse bereits nach 48 Sekunden. Weil auch Mannschaftskapitän Tobias Löffler gegen einen ungestüm agierenden Erik Lüttich im Finalkampf nichts mehr anbrennen ließ, stand der letztlich klare Erfolg für die Ringer vom RV Thalheim fest. Mit 18:10 behielten die Ringer aus dem Zwönitztal die Oberhand gegenüber KSC Motor Jena aus Thüringen.